Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Sunken Land. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hab's doch noch geschafft, den Stahlofen zu erforschen. Leider ist aber jetzt Ende Gelände, weil wir bräuchten jetzt... Wie viel brauchen wir? Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Wir bräuchten 5 fortgeschrittene Teile. Haben wir leider nur 3, ne? Schade, macht nichts. Was ich gebaut habe und erforscht auch, ist das Biotreibstofflabor. Zeige ich euch hier. Da muss chemische Substanz rein und dann kann man da Benzin herstellen draus. Ganz wild. So, was wir uns jetzt bauen werden, ist ein neues Schiffchen. Wir bauen uns jetzt das Motorboot einfach mal so Gaudi halber. Wir haben ein bisschen Benzin da. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was wir brauchen. Eieiei, das ist so schlimm, ne? Werdet nicht alt, sterbt jung. Nee, bitte nicht. So. 20. Okay. Ich möchte mir das Motorboot mal bauen. Einfach, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Ob das jetzt das Schlauste ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, da ist eine größere Truhe drauf und das finde ich gut. Das gefällt mir. So, was steht für heute an, meine Lieben? Erstmal Treibstoff hinzufügen. Das ist das Erste. Sowohl beim Boot... als auch beim Generator. So, damit sich das hier auflädt. Das habe ich nämlich übersehen. Ja, ich bin dumm. Macht aber nichts. Ich bin's gerne. So, 20 Treibstoff ballern wir rein. Und dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen werden. So oder so, wir werden heute ein bisschen ballern. Ja, wir werden uns heute... Wir haben da eine offene Rechnung noch. Mit so ein paar Leuten in einer schrecklichen Burg. Und die werden wir heute zerlegen. Ja, das ist heute das Ziel der Übung. Ich freue mich drauf. Ich freue mich mega drauf, die zu zerstören. Heute habe ich nämlich Medizin dabei. Ja. Heute werden keine Gefangenen gemacht. Heute ist Medizin am Stüssel. Ich nehme sogar noch mal ein bisschen mehr mit. Ich nehme extra noch mal Zusatzantibiotika mit. Damit das definitiv klappt. Und dann werden die jetzt zerlegt, Leute. Ja, hier, Wumme 1, Wumme 2. Kapau! Ich hab Bock. So. Da ist durch, das geht aus. Und dann geht's los. Let's go. Let's do this. Ich glaube, die Sauerstoffflaschen brauche ich jetzt nicht. Eine nehme ich mir mit. Oh, hier haben wir noch Kohle. Jawohl. Auf geht's. Hopp, hopp. Ja, ist größer, glaube ich, ne? Rennen. So, let's go. Let's go. Wir wollen zur Schreckenburg. Auf geht's. Yeah. Woo. 6.50 Uhr am Morgen. Was gibt's Besseres? Als... über die weite See mit einem Motorboot zu fahren. Zur Schreckenburg. Und dort Menschen zu töten. Yes! Aber so schnell ist das Ding gar nicht, ne? Also das Segelboot ist bei richtigem Wind ein bisschen schneller. Weiß nicht, ob das auf Dauer... das Gefährt meiner Wahl sein wird, ehrlich gesagt. Das haben wir schon. Die sind respawned. Ich dachte, es gäbe keinen Respawn, oder? Oder? Ja, die haben wir eigentlich schon getötet, alle. Leben wieder, ne? Die Lümmels. Naja. Aber wir wollen ja eh in die Schreckenburg. Ja, Schreckenburg ist unser Ziel. Da sind wir letztes Mal hängen geblieben. Die haben uns... dezent zerstört. Nicht komplett, aber die haben uns schon gut eingeheizt, die Lümmels. So, können wir von hier aus? Nee. Sind wir zu weit weg. Na gut. Dann gehen wir halt so rein. Jetzt mal nachladen. Das kennen wir ja noch.
Okay, Männer. Angriff. Kommando, Attacke. Na, erst töten, dann looten, oder? Oh! Ja, super, dass der jetzt einen Verband gedroppt hat, weil genau das habe ich nämlich vergessen. Mhm. Wow! Okay, wir halten es aus, ne? Also es klappt schon ganz gut wieder. Nur mit dem Gewehr kommen wir irgendwie nicht weit hier, weil das so... Weil wir nicht so aus der Ferne... Ah, da ist die Maschinenpistole jetzt ganz geil. Obwohl, hier. Ah, oh, den treffe ich nicht. Jawohl. Was? Den habe ich nicht getroffen. Aber den... Oh, den habe ich mit einem Headshot umgelegt. Den auch. Woo! Das läuft gut. Hoppla. No. Der lebt noch. Kleiner, mieser Drecksack. Der lebt immer noch. Okay, wir müssen Antibiotika schlucken. Der da oben, der nervt mich noch ein bisschen. Der ärgert mich. Komm. Trau dich. Lootung. Aber weißt du, er darf hier schon. Er darf hier schon wie wild rumschießen, aber ich nicht, oder was? Scheiße. Kacke. Mann! Ah! Ja gut, jetzt müssen wir wieder schwimmen, ne? Ne, wir haben noch unser Holzboot. Haha. Gut. Ich sammle mal alles zusammen und dann geht's wieder los. So, die Ballerei geht weiter. Die verdammte Schreckenburg, ey. Die ist gar nicht ohne, aber da gibt's geilen Loot. Ich habe schon gesehen, da gibt's fortschrittliche Teile. Auf die freue ich mich. Ich habe jetzt keine Medizin dabei. Aber wir werden ja gleich unseren Leichnam looten und dann sollte das klappen. So. Natürlich. Wir kommen an und schon kriegen wir auf den Sack, ne? So muss das sein. So, lass uns mal gucken. Guck mal hier. Ich sehe die. Ah, da. Er lebt noch, ne? Lümmel. Jetzt ist er tot. Haha. Mistfink. Nochmal eine Maschinenpistole. Sind die was wert? Sunkenland-Spieler? Lohnt es sich, die wiederherzustellen, um sie zu verkaufen? Habe ich davon was? So, er ist auch tot. Er ist auch tot. Oh Gott. Da sind noch welche, ne? Da sind noch einige unterwegs. Hier ist mein Leichnam. Sind da noch welche unterwegs? Ja, sonst wäre die Musik ja schon wieder normal, ne? Oh, nice. Nehmen wir mit. Da oben. Wie viel willst du noch aushalten? Danke. Ich glaube, wir haben es erobert, das Ding. Yay!
We are the masters of the universe. Wir haben es geschafft. Männer und Frauen. Die Schreckensburg. Schreckenburg. Die Schreckenburg ist unser. Die Sklavenhändler wurden vernichtet. Militärrucksack, sehr geil. Das gehört jetzt uns. Ja, das ist meine neue Basis. Nee. Aber die gehört jetzt uns. Meins. Yay. Meins, meins, alles. Meins. Achso, den kann man lernen, ne? Yo. Geil. Mal so ein bisschen einlagern. Cool. So. Und jetzt ist es Zeit, das Ding zu zerlegen. Bis zur Unkenntlichkeit. Nicht bis zur Unendlichkeit, sondern zur Unkenntlichkeit. Wir wollen alles. Selbst den Schrott klaue ich den Mistfinken. Ich nehme alles mit. Bams. Selbst die Ledercouch zerlege ich denen. Ha. Ach so, schon. Hallo? Okay. Gut, dann halt nicht. Was habe ich? Ich habe wieder mal durch die Wand gelootet. So machen das die Profis. Ah, sehr schön. Schöne Sache. Wir schmeißen da danach natürlich wieder Sachen raus, ne? Das ist ja klar. Metallschrott ist jetzt ganz nice, haben wir ein bisschen verbraucht letztens. Oh ja. Elektronik. Ist nix. Da drüben sehe ich noch einiges. Ah, schön. Schön, schön, schön. Bisschen Munition wieder zurückbekommen. Ja, Spiegel. Spiegel lasse ich hier. Komme ich denn darüber? Ah, wahrscheinlich über die Treppen. Und dann irgendwo hier hoch, oder? Flops. Hallo. Sehr cool. Taktischer Helm haben wir noch nicht. Die Desert Eagle, die kaputte. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die mitnehmen möchte. Den lasse ich auf jeden Fall hier, den Verband. Schwarzpulver. Ja, meinetwegen. Schmeiß ich mal hier rein. Die Desert Eagle lasse ich, nehme ich mit. Ist halt jetzt die Frage, lohnt sich das, die Teile irgendwie dann zu verkaufen? Oder soll man die vorher wieder herstellen? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, da bin ich mir nämlich überhaupt nicht sicher. Würde ich das gerne looten, aber das geht nicht. Das lässt er mich nicht mitnehmen, der Segel. Oh, verdammt. Okay, wie kommen wir da hoch? Über das Regal oder was? Ich habe ja hier schon gelootet, aber da ist noch so eine Toolbox. Die möchte ich haben. Müssen wir runterhüpfen wahrscheinlich irgendwo hier. Oh. Oh, Kacke. Oh, nee. Hey, ich habe die Toolbox gelootet, aber ich komme jetzt nicht mehr raus. Oh, nee.
Oh, come on. Jetzt müssen wir uns was überlegen, Leute. Jetzt müssen wir uns was überlegen. So. Weiter geht's. 20 Minuten, meine Lieben. Ihr könnt euch denken, ich bin gerade, also launentechnisch bin ich gerade absolut gut drauf. Ich durfte jetzt 20 Minuten zuschauen, wie ich langsam, also wirklich langsam in homöopathischen Dosen verdurstete. Ey, da müssen die sich was einfallen lassen. Sag ich euch ganz ehrlich. Da müssen die sich was einfallen lassen auf Dauer. Entweder so ein Selbstmord-Button oder so. Oder irgendwie so ein Respawn auf dem Bett-Button. Irgendwie sowas. Die müssen sich was einfallen lassen. Es ist fürchterlich. Du kannst doch nicht von den Leuten verlangen. Dass die 20 Minuten warten, weil sie mal wieder stuck sind. Ich meine, es ist jetzt noch nicht so häufig passiert, aber... Alter, ist das scheißennervig. Und das nur, weil ich in dieses Zwischending reingefallen bin. Oh, warum ist der wieder lootbar? Ah, ich glaube, wir haben einen Glitch gefunden. Ja, das ist ein kleiner Glitch. Ein kleiner Bug, eher. Wenn du das nicht leer lootest und dich neu einloggst, dann kriegst du das Zeug wieder. Geil, oder? Das ist möglich. Das ist möglich. Aber ich kann mich nicht einfach versetzen, weil ich hier reingefallen bin. Das geht nicht. Das ist böse, böse Cheating. Oder baut halt ein No-Clip irgendwas ein, weißt du? So eine Möglichkeit... Zumindest im Singleplayer. Dass das im Multiplayer nicht geht, ist klar. Aber zumindest im Singleplayer lasst mich da doch bitte via Konsolen-Commands No-Clip aktivieren. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Es ist so anstrengend. Es ist nicht schön. Das sind leider so die Sachen... Die ich an dem Spiel echt scheiße finde. Sei ich ganz ehrlich. Das Spiel ist nicht scheiße an sich, aber das sind die Aspekte am Spiel, die ich absolut scheiße finde. Das ist scheiße. Tut mir leid, das ist da noch. Vor allem, es gibt Meldungen. Ja, es ist nicht so, dass ich der Erste wäre, der irgendwo stuck war. Nee, nee. Das passiert öfter mal. We're looking into this. Ja, geil, danke für nichts. Das ist echt scheiße. Also das... Nee. Da fehlen mir die Worte. Das ist kacke. Liebe Sunkenland-Entwickler. Und es ist ja logisch, dass man so einem Spiel mal stuck ist. Das kommt vor. Ja, das kann passieren. Da sagt auch keiner was. Aber in jedem vernünftigen Spiel gibt es zumindest dann einen Selbstmord-Button. Conan Exiles, glaube ich, hatte sowas auch. Und dann ist es kein Thema. Ja, dann kurz den Button gedrückt und wieder hingeschwommen. Soweit ist es ja nicht. Ich bin jetzt auch gerade geschwommen. Es waren 2 Minuten. Ja, es geht super schnell. Kommt mal wieder raus. Aber 20 Minuten. Du kannst mich doch nicht 20 Minuten im Idle warten lassen, bis du mich da wieder rauslässt. Das ist doch kacke. Entwickler, macht was. Tut was dagegen. Mann.
Das ist einfach nur Kacke. Das ist scheiße. Tut mir leid, dass ich da doch so hart sein muss, aber das ist ein Aspekt des Spiels. Der ist scheiße. Ein Selbstmord-Button würde niemandem wehtun, glaube ich. Ich wüsste nicht, wie ich den jetzt abusen könnte. Ja doch, eine Möglichkeit gäbe es. Wenn meine Basis angegriffen wird, dann könnte ich mich selbst umbringen und dann wäre ich wieder in meiner Basis vielleicht und könnte dann den Angriff abwehren. Aber dann machst du den Button halt nicht verfügbar, wenn die Basis gerade angegriffen wird. Ich hasse es. Ich find's nicht gut. Das ist echt nicht geil. Tut mir leid. Sunkenland, aber da habt ihr... Das ist scheiße. Punkt. Punkt aus Ende. Da gibt's auch keine zwei Meinungen. Für mich. Nee, ich finde es gut, wenn du dann warten musst. Schnauze, ey. Nee. So, jetzt habe ich ja wieder genug beschwert. Jetzt freue ich mich, wohlbehalten zu Hause angekommen zu sein. Etwas genervt. Deswegen wird die Folge jetzt auch ein bisschen kürzer sein. Bedankt euch bei den Entwicklern. Sehr genervt sogar. Die Laune ist gerade echt am... Also... Boom, ne? Ich sag's euch. Das ist das... Nee. 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 Und ja, ist Early Access. Aber gerade im Early Access braucht es so einen Button. Gerade im Early Access ist so ein Button wichtig. Weil da passiert es eben, dass du mal stuck bist. Weil es eben noch nicht poliert ist, das Spiel. Da brauchst du diesen Button. Wenn das dann in der Vollversion nicht mehr drin ist, okay. Aber im Early Access muss so ein Button im Spiel sein. Sonst ist nicht gut. Punkt. Ja, nervt mich jetzt tatsächlich. Also... Ich wollte jetzt eigentlich diese Schreckensburg und dann wollte ich eigentlich nochmal weiterziehen, aber nö. Jetzt mache ich hier noch und dann ist Schluss. Sorry. Nee, ich bin jetzt gerade echt mies gelaunt und da lohnt es sich nicht weiterzumachen. Dementsprechend machen wir für heute Schluss. Das war's. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.